Arcangelo Sassolino. Arcangelo Sassolino, italienischer, junger italienischer Künstler, der sich grundsätzlich mit der Faszination für Gefahr und für Energie und Kraft auseinandersetzt. Im Haus Konstruktiv, Museum Haus Konstruktiv, ist vor einigen Jahren eine tolle Arbeit von ihm zu sehen gewesen. Das hat mich dann auch dazu gebracht, ihn einzuladen. Damals hat er aus Baggerschaufeln ein, sage jetzt mal, krebsartiges Wesen zusammengebaut, das auf dem Boden gekrochen ist und immer grauenhaft bedrohliche, kratzende Geräusche erzeugt hat. Er wird eine analoge Monstermaschine für Art the City hier in Zürich hat er die installiert, gegenüber der ehemaligen Toni-Molkerei da, auf einem abgesperrten Gelände. Wir mussten das umzäunen, es ist wirklich gefährlich. Also ich bitte darum, inständig und mit allem Nachdruck nicht über den Zaun zu klettern, weil dieses Monster kann wirklich Schaden, körperlichen Schaden zufügen. Es besteht aus mehreren Elementen, hydraulischen Elementen von Baumaschinen, die mit einem Impuls randomized, zufällig, ne, immer wieder zum Leben erweckt wird und die quasi wie eine Tangley-Höllenmaschine dann durch dieses zum Leben erwecken am Boden seine Zeichnungen anbringt.